Oh, ich bin erleuchtet. Boah, wie cool das aussieht. Geil. So. Bisschen wieder sammeln. Boah, ein bisschen Rüstung können wir echt gut gebrauchen. So, Benzin nehmen wir mit. Da müssen wir ein bisschen rein. Ich schau nochmal, dass ich hier nochmal alles sammle. Oder wir müssen da hin. Das kann natürlich auch sein. Guck mal, habe ich total vergessen einzusammeln, dieses Berserker. Das hätten wir jetzt für den für die letzten zwei Gegner gut gebrauchen können. Ist da unten noch irgendwie Dings am liegen? Nee, ne? Scheiße, 88 Leben nur und kein Schild mehr. 4-fach Schaden, das hätten wir so gut gebrauchen können. Verdammt. Das liegt doch immer an den unmöglichsten Plätzen. Was ist denn hier? Was drücke? Was war das? Was ist jetzt passiert? Was war das denn jetzt? Hä? War das vorher schon geleuchtet da oben? Was habe ich denn jetzt mit dem Schalter aktiviert? Ich frage mich gerade, was ich... Hä? War das vorher schon mit dem Maul, dass das am Leuchten war? Mit dir sollte man sich nicht streiten, die Sprüche. Was? War das vorher schon am Leuchten da oben? Kann nicht sein, dass ich jetzt einfach nur Feuer gemacht habe da, oder? Schauen wir eben auf die Karte, ist irgendwie was dazugekommen oder so? Guck mal, da unten ist ein Pfeil. Guck mal, da ist so eine Art Pfeil da unten. Wie kommt man denn da hin? Ah, warte mal. Sieht aus, als ob unten irgendwas aufgegangen ist. Ich schau mal eben, wo ist denn das? Das wäre ja quasi hier runter, ne? Hier und dann... Nein! Nein, wie geil! Wie geil! Wie cool ist das denn? Klasse Sturmkarten! Wie geil ist das denn? Alter, wie geil! Feier ich! Auf jeden Fall feier ich! Wie cool! Leute, so sah Doom früher aus. Wie cool. Wie geil ist das denn bitte? Oh, ich freue mich wie ein kleines Kind. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Yeah. Kommen jetzt auch Gegner? Und so haben sich damals die Waffen gedreht, die Items, damit man die in alle Richtungen gesehen hat. So cool. Boah, wie geil. Achso, das geht... Huch. Ach, ich dachte, man kriegt ja was Besonderes. Aber das, hä, was ist das? Ah, wie geil das gemacht ist. Schade, man kann da nur einmal wählen. Oder zweimal wählen. Oder beziehungsweise jedes Mal einmal. Mist. Ah, wie geil. Was steht denn bei... Huch. Und dann diese schöne, hübsche Textur hier. Mm. Ich frage mich gerade, was da gerade stand bei klassischen Doom-Karten. Steht da irgendwas? Berichte... Datenbank doch bestimmt, ne, oder? Drohne? Nee. Artefakte? Wo ist denn das drin? Agent Tower? Datenbank? Scheint irgendwas mit klassischer Doom-Karte. Ich schau mal im UAC-Personal. Waffen ist es ähnlich. Monster? Nee, das ist ja Quatsch. Artefakte? Da, Doom Arena. Hä? Tutorials? Automap? Runen? Klassische Doomkarten. Ah, in jeder Mission ist ein Stück einer klassischen Doomkarte versteckt. Wenn du es gefunden hast, kannst du sie über das klassische Kartenmenü starten. Versuche, sie alle zu finden. Boah, wie geil. Cool. Alter, wie geil. Das klassische Kartenmenü kann nach der Auswahl eines Kampagnenspielstands aufgerufen werden. Wie cool ist das denn in jeder... Boah, dann haben wir ja schon... Dann haben wir ja mindestens schon 3 oder so verpasst. Ach, krass. Wie cool. Jetzt überleg mal, was für ein Unterschied das ist hingegen früher Doom. Ne, hier so die Welt so. Und jetzt... Das ist...
Ne? Früher, heute. Früher, heute. Alter, wie cool. Feier ich. Ohne Spaß feier ich voll. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, jetzt, dass wir weiterkommen. Und ich dachte schon, das hat doch bestimmt irgendwas geöffnet. Das kann doch nicht umsonst sein, der Schalter. So. Was war das? War nix, ne? Nee, nur eine umgeworfene Lampe oder so. So, dann gehen wir mal in das, in die, ja. Was, 200 Schild haben wir jetzt und 200 Leben? Boah. Es wird immer mehr. Oh Gott. Oh Gott, das hört sich nicht gut an. Das hört sich gar nicht... Das hört sich überhaupt nicht gut an. Ich traue mich nicht so... Ich sag doch, ich traue mich nicht so weit vor, weil... Ihr könnt alles lauern. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und... Oh nein. Okay, da kämpfen wieder welche. Ich lasse sie mal kämpfen. Ich weiß, mit Schutz und Deckung zoomen ist hier sowieso nicht viel. Ah, guck mal, der Revenant und der Dicke, die und Gisela kämpfen. Wie krass. Wie cool. Gucken wir uns das mal an ein bisschen. Lalala. Haben ja Zeit, ne? Boah, komm, wie Gisela springen kann. Ja, yeah, und jetzt hier, meine Damen und Herren, hier der große Kampf gegen Gisela und Revenant. Wer wird gewinnen? Wer wird wohl gewinnen? Aber 2 gegen 1 ist total unfair. Gisela gegenüber. Vielleicht sollte ich ihr helfen, aber ich glaube eher nicht. Meine Damen und Herren, jetzt hier der ultimative Kampf. Gisela war schon angeschlagen, jetzt nochmal und da fällt Gisela. Huch. Wo ist er denn? Hey Revenant, mein Freund. Na, wie geht's dir so? Ciao. Wo ist er denn? Revenant? Revenant? Das, was du kannst, kann ich auch. Ciao. So. Wo kommen wir hier hin? Ist hier der große Cockring? Ring. Ich muss jetzt nicht wirklich rüberspringen, oder? Ist das euer Ernst? Boah, wie geil das aussieht. Entschuldigt bitte, wenn ich das immer wieder sage und betone, aber es sieht einfach nur mega aus. Waren wir da schon gewesen? Möge die Macht mit dir sein. Mein junger Padawan. Guck mal, da oben ist wieder so ein Steinchen, wo wir uns eine Geschichte anhören lassen können. Bin gespannt, ob wir da noch hinkommen. Eieiei, eieiei. Ich will die Rüstung haben. Ich möchte gerne die Rüstung haben. Hua. Ah, Rüstung ist voll. Na, supi. Hua. So, jetzt sind wir... Aha. Guck mal, die Kartoffelkläuse. Die sterben. Deine Mama ist so dick. Alter, die könnte den ganzen Globus aufessen. Hallo, mach das doch. Nein, warum machst du das nicht? So. Boah, wie er geplatzt ist, ist ja ekelig. Okay, Schild kriegen wir nicht, weil wir Maximum haben. Komischerweise, obwohl wir nur noch 143 haben von 200. Wo geht's denn jetzt weiter? Ah, hier. Oh Gott. Oh Gott, Hilfe. Uah. Ich kann das nicht. Uah. Okay, Benzin. Oh, was haben wir hier? Ja, wow. Ach, guck mal, wer da hinten wieder ist. Guck mal. Lass das doch. Gisela, es tut mir leid. Ich konnte dir vorhin nicht helfen. Hör auf, Gisela.
Sowas macht man nicht. Hä? Ich dachte, ich hätte es jetzt erwischt. Mein Gott. Was? Es werde Licht? Warum werde es Licht? Doch, er fand den Schalter nicht. Ich schau mal eben. Granate können wir echt mal wieder werfen. Ich ignoriere das irgendwie mal, dass wir eine Granate haben. Volle Granate, Renate. Nein, bitte nicht. Alter, haut ab. Hört auf damit. Nein, nee. Dann gehe ich jetzt keinen Schritt weiter. Bitte keine Spinnen. Ich mag keine Spinnen. Wacht euch, Spinnen. Gab es bei Doom damals Spinnen? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ciao. Geht mir nicht auf den Sack. Hier stinkt. Immer noch nach Maggi. Komme ich da irgendwie rüber? Oder waren wir da schon? Ich schau mal auf die Karte. Warte mal. Ach, da waren wir schon. Okay, von da unten sind wir jetzt gekommen, sind da rüber gehüpft. Oh nein. Wir nähern uns immer mehr dem letzten Bereich. Und ich will gar nicht wissen, was da kommt. Hier oben ist auf jeden Fall die letzte Elite-Wache. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich gleich hin. Hoffe ich zumindest. Können wir denn was... Ich schau mal eben, können wir irgendwas vergeben? Oh, wir haben schon 7 Punkte wieder. Alter Schwede. So, reduziert die Zeit für maximale Aufladung zwischen den Schüssen. Ja, was haben wir noch hier? Triff 4 verschiedene Dämonen innerhalb von 5 Sekunden. Oh Gott. Okay, die haben wir komplett ausgebaut. Verringert die Nachladezeit bis zum nächsten Schuss. Okay. Ja, wartet mal eben. Ich muss mal eben ganz schnell mal eben die Mitteilung ausmachen. Wartet mal. So, zack. So, jetzt geht's weiter. Habe ich ganz vergessen. Entschuldigt bitte. So. Reduziert die Zeit für maximal... Ich glaube, ich nehme das mit den Aufladungen. Das kostet 6. Wir haben nur noch 4. Was haben wir denn noch hier? Warte mal. Okay, das andere haben wir eigentlich. Haben wir denn noch bei der Rüstung? 2. Können wir höchstens hier bei der verbesserten Tempoaktion oder hier. Der Kompass pulsiert, wenn sich versteckte Bereiche nähern. Ja, den machen wir mal. Kann da nicht verkehrt sein. Ich frage mich nur, welchen Kompass? Wahrscheinlich den oben am Bildschirmrand. Wenn das ein Kompass, Kompass sein soll. Was? Wegen dem Feuer? Achso, wegen dem Feuer. Achso, wegen dem oben im Mund ist das mit dem Feuer. Achso. Lies halt echt spät. Ja, tut mir leid. Ich konzentriere mich auch mehr aufs Spiel wegen YouTube und so. In seinem Kampf gegen die schwarzen Seelen der Verdammten verdammte sich seine Macht. Für seinen Kreuzzug verliehen ihm die Seraphim gewaltige Stärke und Schnelligkeit. Und so zerstörte er die schwarzen Säulen der Bluttempel. Er begann seinen Marsch, fern von Gnade für die Bestien der neun Kreise. Unbesiegbar, unbekehrbar und unnachgiebig wollte der Schicksalsschlechter die Herrschaft des Dunklen Reichs beenden. Und ich beende dich gleich, wenn du nicht mal die Fresse hältst. So. Oh, da wird gekämpft. Mhm. So. Aha, da taumelt jemand. Okay. Ciao. Na, habt ihr ja schon mal gut aufgeräumt für mich. Ah, guck mal, hier ist die Elite-Wache. So. Und schon wieder gewonnen. Ich glaub's ja nicht. Jetzt geht's aber los. Du Cheaterin. Hast wahrscheinlich jetzt den Bot gehackt, ne? Sag ehrlich.
Weg mit euch, Höllenbrut. Jetzt mal Ruhe im Karton. Schinge, Schange, Schange, Ruhe im Karton. Unten da unten liegt noch Munition, aber da waren wir ja gewesen, ne? Wie viel Extras und so haben wir denn jetzt schon gefunden? Ah, guck mal an. Ein extra Bereich gibt es wohl noch, den wir noch nicht entdeckt haben. Boah, wie geil wir das jetzt schon aufgeräumt haben. Wir haben alles gefunden, bis auf ein extra Geheimbereich. Ich hoffe nicht, dass es der hier ist, weil hier waren wir nämlich noch gar nicht. Aber das ist ja nur ein Aufgang zur Treppe. Das war da oben, wo die Figur war. Da hinten ist ein Bereich, wo wir auch nicht waren. Das ist auch nur eine Treppe gewesen. Ansonsten haben wir eigentlich alles geklärt. Es kann im letzten Bereich noch sein. Ich hoffe es natürlich. Ansonsten müssen wir mal schauen. Boah, wie geil. Wir haben dann ein komplettes Level fast geklärt. Oh Gott. Oh Gott. Wir kriegen hier mega Rüstung und... Alter, wie das hier aussieht. Hilfe. Und wir kriegen hier jede Menge an Muni. Oh nein. Oh mein Gott. Ich will da nicht hin. Wo geht's denn da? Oh Gott. Hier kommen schon viel zu wenige Gegner. Oh nein. Warum wird's jetzt gerade so rot? Ach du Scheiße. Ciao. Weg mit dir. Yeah. Vierfachschaden, Vierfachschaden. Bam. Vierfachschaden. Ciao! Oh, hallo Gisela. Ciao Gisela. Mach's gut. Boah, es ist gerade rot hier. Tschüss Gisela. Guck mal hier, dein Arm. Oh, der ist auch da. Alter, was? Was ist denn hier los? Geht weg. Lass mich. Lass mich. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Geh weg. Und du hau ab hier. Mach dich vom Acker. Hier ist gerade die Hölle los. Auf dem Highway ist die Hölle los. Yeah. Wieso haut er denn ab von mir? Willst du mich verarschen? Geh weg. Lass mich. Lass mich. Na. Was? Nein. Aua. Ich hänge. Wieso habe ich denn schon wieder nur diese... Nein, das gibt's doch nicht. Wieso habe ich denn schon wieder nur dieses dämliche Gewehr in der Hand? Weg mit dir! Yeah! Uah, Gisela, hallo! Du bist ja noch da! Dich habe ich ja ganz vergessen. War es das jetzt? Ist jetzt mal Ruhe? Kann mal wieder Licht angehen? Was gekauft? Was kümmert sich so gut um mich? Manchmal jedenfalls war es. Ja. Boah, diese epische Musik. La 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 la. So. Ja, ich brauche unbedingt Muni, ein bisschen Leben und ein bisschen Schild. Ich muss mal gucken, wo jetzt hier was gibt, ob hier überhaupt noch was gibt. Hier ist noch ein bisschen... okay, Raketen haben wir voll. Das ist auch voll. Ich bin auch voll. Wir sind alle voll. RCS ist voll. Kommen wir da... Ist da ein Geheimraum? Nee. Aber ich möchte auch gerne gucken, ob vielleicht hier irgendwie ein Geheimbereich ist. Damit wir alle Geheimbereiche entdeckt haben. Ich schaue auf die Karte. Da hinten, so in den Ecken, waren wir noch nicht. Ansonsten haben wir ja alles abgelaufen. Das heißt also, hier wäre das. Und er wechselt mir schon wieder auf die Schrotflinte. Ich verstehe es nicht. K.
Kann man denn nicht irgendwie sagen, ich hätte gern die Waffe und die Waffe als Standard? Komisch, jetzt macht das. Merkwürdig. So, hier sind wir auch in Ecke jetzt gewesen. Hier vielleicht noch irgendwas. Nee. Nee, hier geht's nur nach oben. Ja, dann haben wir eigentlich jetzt soweit alles hier abgelaufen. Ja, da waren wir noch nicht so ganz. So, hallo Patrick, ich grüße dich. Willkommen zum Let's Play Live, schon zum Live-Let's Play. Luigi Search, Search 1, willkommen. Willkommen zum Live-Let's Play. So. Oh mein Gott. Das waren wir in dem Sarg. Das haben wir ja am Anfang des Spiels gesehen, ganz am Anfang. Also letztes Wochenende. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Portal aktivieren? Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir das eine extra liegen gelassen haben. Alter, wie riesig das ist. Es kann sein, dass es hier unten in diesem Bereich war. Aber nun gut. Weil ganz zurücklaufen werde ich jetzt, glaube ich, nicht. Aber mein Gott, wenn wir ein extra liegen lassen, glaube ich. Na, tut das nicht so Not. Ja! Yeah! Okay. So. Hi Konsumer, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show zum Live-Let's Play von. So. Was, du, das Kamerasymbol zeigt es gar nicht an? Nee, weil ich ja auch über der Elgato streame. Weil ich auch aufnehme. So. Und nicht live von der PlayStation. Weil ja meine Quali auch so scheiße ist da. Und ich werde auch, glaube ich, die nächste Zeit nicht mehr bei live von der PlayStation streamen. Sondern nur noch hier. Wenn das so weitergeht mit der schlechten Quali, deswegen. Du hast dich durch die Hölle gekämpft und bist zurückgekehrt. Aber jetzt erheben die Dämonen Anspruch auf den Mars. Du musst einen Weg finden, das Höllenportal zu schließen, das Olivia geschaffen hat. Ende. Nochmal einen Schluck trinken. So. Ja. Ja, ja, ja. Hölle auf dem Mars. Der Argent Tower ist zerstört. Das Portal kann nicht mehr von hier aus geschlossen werden. Die Höllenenergie entströmt einem Ort in ihrer Welt, den wir den Brunnen nennen. Aber du bist zurück. Der Einzige, der zwischen den Welten wandeln kann. Es gibt also vielleicht einen Weg. Vega versucht, auf Olivias Dateien zuzugreifen. Geh zum nächsten Terminal, dann geben wir dir neue Informationen. Das ist vorerst alles. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier für... Ich würde sagen, wir machen für YouTube ist eine gute Aufnahmepause, mal eben zu machen. Wir werden aber gleich trotzdem weiterspielen und dann weiter aufnehmen. Aber wir machen jetzt hier auch erstmal ein kleines Päuschen und würde sagen, bis in der nächsten Folge. Ciao, ciao.